Pech. Wie Sonde oder so. Kokosöl ist nämlich einmal teurer, weil da irgendwo ein Bimbo wirklich noch die Kokosnuss runterholt vom Baum. Der klettert hoch und schmeißt die Nüsse runter. Wir müssen hinter dem Reese-Bällchen her. Ja, ja. Habt ihr? Ja, wir folgen dem Bällchen. Sphären-Scan abgeschlossen. Sehr gut. Hier lang geht's zum. Nein, Bällchen-Scan. Ach, scheiße. Das ist eine Vergnügungssphäre und keine Killersphäre. Ich hab hier Gleitmittel, Musikprotokolle und atmosphärische Beleuchtung. Du musst dich um die Bad Dragon Sphäre. Er hat Gleitmittel. Achtung, treue Maliwan-Mitarbeiter. Jeder, der mir einen toten Kammerjäger bringt, bekommt eine 2-Stunden-Karte für die Zanara. Sie ist gerade. Wodurch bin ich jetzt gestorben? Ich stehe doch um die Ecke. Mit 25 Nacho-Käsesorten, Massagen mit Skagöl und private Kammern mit unserem Service-Bot. Das alles ganz Fragen. Au! Oh. Ach, der Defender hat mich getötet. Hat uns alle getötet? Ah ne, da ist ein schwerer Kraftmeier. Ach, du bist schon wieder kaputtfähig. Warte, ja. Ich häll mal rein. Ja, halt mal rein. Ich weiß auch nicht, warum ich zur Zeit... reinhalte. Ich muss vielleicht mein Schild mal austauschen. Aber dafür erstmal wieder was finden. Ich bin wieder tot. Alter. Lebt wieder. Ja. Nehmt meine Nades. Ja, ich hab's heute nicht so mit dem Überleben. Was Überleben ist, was du anfängst. Wie fandest du eigentlich Iron Harvest? Also ich hab's komplett durchgespielt. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Ich fand's von der Kampagne her eigentlich spielenswert. Ist da was? Oh. Okay, da rein. Ah, Klettert. In Wald spiele ich gar nicht selbst, sondern Jorde spielt. Im Wald, was? Was? Du spielst mit Jorde im Wald? Ja. Nein, ich habe gesagt, ich spiele gar nicht selbst, sondern Jorde spielt. Achso, jetzt gerade? Ja. Tu nur so. Das letzte Mal, alle als großen das passiert, Let's Player spielen nicht selbst. Die lassen Prostituierte aus Bangladesch für sich spielen. Okay. Was? Was? Wann hast du das denn gegessen? Selbstmedikamente, Baby! Selbst. Willst du damit sagen, dass Jordel eine Prostituierte aus Bangladesch ist? Also eigentlich, ja. Damit wirst du dich pudelwohl fühlen, was auch immer das ist. Zu großzügig von dir. Mehr schießen, mehr kaufen. Ups. Kugeln und Bomben. Allein ist gefährlich da draußen. Ja, mein Schild entzieht ja auch Energie. Also den Schild, den ich vorhin drin hatte. Hier gibt es Schilde, Mods und Seelenfrieden. Sogar Hirnteile. Also schlag zu. Bei Pete Sweet und Gronkh glaube ich das nicht, bei so schlecht wie die spielen.
sind halt Prostituierte aus Bangladesch und keine Profispieler aus Nordkorea. Oder Südkorea. Ja, geh mal weiter Richtung Süden. Oh, scheiße! Pazifischer Ozean-Spieler? Atlantis? Ja, genau. Ozeanien. Spieler aus Ozeanen. Das sind die Besten. Genau genommen warte ich hier. Du zerstörst die Server und kommst wieder her. Juhu, Server zerstören. Vielleicht gibt's hier Party. Ich mag deine Begeisterung, okay. Bestie. Dahin, wo du hergekommen bist. Ausschwärmen! Ja, ich glaube, das Ding liegt im Marianengraben. Ozeanien. Wie fühlt sich dein letzter Atemzug an? Ihre Flagge ist einfach in Ozean blau gehalten. Oh, was bist du denn für eine? Meinst du Avales? Siehst du, was die Transformers sind? Das ist mal einschränkend, würde ich sagen. Warum habe ich jetzt Kohle verloren? Vielleicht wurdest du beklaut am helllichten Tag auf der Straße. Achso, du meinst, Twitch könnte bei mir abschmieren, weil ich gegen die Twitch-Richtlinien verstoße. Was hast du jetzt wieder getan? Ja, ich habe ja was gesagt über andere Leute, die hier streamen. Baratur? Wo kommt das? Richtig, über Baratur. Spielt ihr die DLCs auch? Ja, ist geplant. Ich muss die DLCs, also ich muss den Season Pass für meine Version noch dazu kaufen. Ja, bis wir soweit sind. Es dauert ja noch ein bisschen. Barathur hat nicht so viel Zeit, deshalb können wir nur im Moment einmal die Woche weiterspielen. Ja, meistens sonntags dann. Ja. Und wenn du dann nur 5 Stunden hast. Ja, lass uns diese ätzenden Fässer doch bei den Servern hinstellen. Ja, was soll passieren? Nichts. Dein Kammerjäger flitzt noch immer hier herum. Du gibst wohl nicht auf, was, Reese? Das war's. Sag leb wohl zu deinem Lieblings-Frogurt-Stand. Nicht Friends Frogurt! Alles aber nicht Friends Frogurt! Ich mein. Also ein Frozen Joghurt habe ich auch schon ewig nicht mehr gegessen. Ach, hier ist die Kiste von den Audio-Interfaces. Es war gerade ein gestörter Frogurt-Stand. Hier oben ist übrigens eine Waffenkiste. Da unten, das sind halt schon geil. Wo ist er denn? Ach, da hinten ist er. Der kriegt wahrscheinlich gerade in irgendwelchen Büchern rum. Ja. Bin über das Seil gegangen und hier war noch eine Waffenkiste, die ihr euch auch holen könnt. Oh ja, dann auf jeden Fall. Ach, da oben! Lol. Wow. Ernsthaft? Das ist auch egal. Ja, Fahrrad. Wir müssen da eh später nochmal hin, da ist nämlich die Kiste für die Audio-Logs. Verteilen wir einfach ein bisschen Liebe. Oh, du hast gerade einen schweren Fehler gemacht.
Warum sind eigentlich nicht die Chat-Abstimmungen aktiv? Das verstehe ich nicht, warum. Weil, keine Ahnung. Also normalerweise habe ich wieder alles so gemacht wie letzte Woche. Echocast aktiv. Twitch-Konto verknüpft. Echocast wurde erfolgreich eingefügt. Du bist bereit fürs Echocast-Streaming. Hoffentlich baust du damit nicht solche Scheiße wie diese Kalypso-Zwillinge. Jetzt habe ich Echocast einmal aus- und angemacht. Ja, für mich ist da nichts Geiles. Nicht geil. Dragon wurde zu häufig getötet letzte Woche, deshalb kommt Echocast nicht wieder. So häufig haben wir den doch nicht umgelegt. Nö, eigentlich nicht. Das war nur dreimal. Drei, viermal sowas. Ich meine, wenn wir ihn 300, 400 Mal umgelegt hätten, würde ich es ja verstehen. Wenn wir das Leser nicht aufhalten, teilt er das Atlas-Hauptquartier in zwei Doppelhaushälften. Vorstände leben nicht in Doppelhaushälften. Außer vielleicht der von Tidior. Die bauen nur Schrott mit Abzug. Verflucht. Ich bin immer noch traurig wegen Franz. Aber es geht um den ganzen Planeten. Wir können später trauern. Wir kommen ja zurück. Ich bin nicht sicher. Doch. In der Haupthalle gab's ja Dinge. Ich bin Marys Bällchen. Okay. Ich warte auf euch. Baratur schon hergerüpft? Diese Arbeit mit meinen Füßen. Ich drück dann für dich. Toll, das Einzige, was Spaß macht. Cool? Cool. High five. Frauen nehmen auch das Letzte von einem. Hey! Frauen, nicht du. Meistens bin ich eine Frau. Ja, ja. Das sagen sie alle. Und dann was nach dem Date im Bett hat, sagen sie, ich habe eine kleine Überraschung für dich. Was soll Killermusik sein? Security, er ist im Kontrollraum. Tötet ihn auf der Stelle. Ich kipp ihn gleich aus dem Laden. Ich bin aus dem Laden. Ihr schluckt aber auch alle. Ja. Richtig ausbart. Wie eine Kiezure. Ohne dass mir daraus ein Strick gedreht wird. Das kannst du nicht, also hau einfach raus. Oh, Entschuldigung, ich hab Hure gesagt. Was hast du gesagt? Ich hab Hure gesagt. Hure. Was hast du gesagt? Hure. Ich dachte Panoramavisier. Das heißt natürlich Dienstleistende im Sexgewerbe. Holala, schau dir den Herrn an. Können sich Hottuberinnen eigentlich versichern? Du meinst jetzt ihren Hintern oder ihre Brüste oder die so? Versichern ihre schwimmende Wurst. Oder Banner. Okay. Sei kein Naris. Deine Angestellten sind nicht wie wir. Sie würden dir für einen zusätzlichen Urlaubstag in den Rücken fallen. Ich dagegen sehe dir dabei wenigstens ins Gesicht. Denn so macht man das unter Bros. Ich habe die Sanara so gut wie erfasst. Beschütz mich, während ich es zu Ende bringe. Reese, hör mir zu. Ernsthaft. Jemand Stärkeres hätte Atlas eh übernommen. Wenn nicht Maliwan, dann Jacobs, Vladov oder vielleicht sogar Tedior, verdammt nochmal. Ich hoffe, du hast dich aufgewärmt. Ich gehe mal. Ja, hau mal ab.
Badass-Zuschauer-Event. Da, der Zuschauer! Wer ist es? Bei mir noch ein Badass-Soldat. Bei mir steht auch nur Badass-Soldat. Es gibt keine Zuschauer. Ah. Da. Linnea 12. Oh, der tut mir aber ganz schön weh. Ja, hinter mir ist noch ein Badass, sollte man scheiße. Ich finde, wenn wir gegen den Badass verlieren sollten, sollte ich den Bann gegen den Zuschauer ausschalten. Der heilt sich ja wieder. Immer ein paar Rest im Ärmel. Kommt mir das nur so vor. Könnte sein. Oh, Serena respawned. Der hält aber auch aus. Ja, hinter mir war noch ein Badass. Badass ist aufgestiegen. 5 Stimmen dafür. Lol. Schluck jetzt einfach mal. Alter. Das ist aber nicht nur ein Badass. Sag ich doch gerade. Anna hat mich gekillt. Aber der Linnea 12 fokussiert sich irgendwie nur auf dich. Kann ich dich wiederbeleben? Du bist so weit weg. Der hat schon wieder geheilt. Also ich werde gleich respawnen und ich komme um die Ecke. Bleib mal eben kurz. Du siehst jetzt okay, Klon steht. Intakt aus. Alter, der ist schon Stufe 24, Mann. Oh, wenn ich könnte. Yo! Alles noch einmal. Was geht? Komm um die Ecke. Warte, ich komm. Sag mir Bescheid, wenn du stirbst, dann kann ich wenigstens deine Leiche plündern. Mach doch ja Ding. Und jetzt schnell weg hier. Hier, nimm meinen Schluck, mein Klon, du. Hat sich wieder geheilt. Der hat sein Schild wieder aufgebaut. Ihr Schluck! Zack. Irgendwie habe ich das Gefühl, der Chat levelt den gerade richtig hart auf. Hast du schon mal Blood Bowl gespielt? Ja, habe ich. Barato ist voll der Profi, ist er auch. Ja. Sag mal! Oh, lass mich in Ruhe! Ah! Badass-Regeneration. Zustimmung dagegen. Ey, der kostet die gleiche. Hier, nimm mal einen Klon. Mein Gott. Schild ist down von ihm. Schließt besser die Augen. Sie mögen Augen. Doppelter Schaden. 8 Stimmen dafür. Geil. Der ist auf 50%. Der meint wahrscheinlich doppelter Schaden für den Badass, nicht für uns. Komm, gleich haben wir ihn. Ich wollte es so schmerzfrei wie möglich. Und da kommt nicht mal was raus. Ja, ich habe viele deiner Mitarbeiter getötet. Sehr viele. Aber das war schon eine Geburt, ey. In der Geschäftswelt. Ich muss jetzt echt rausgehen. Kammerjäger, Laser feuern! Reese! Reese! Tu das nicht! Tu das bitte nicht, Reese! Ich schwöre dir, wenn du diesen Laser abfeuerst, sind wir keine Freunde mehr! Das ist separat, du hast die Ehre, den großen roten Knopf zu drücken. Laser! Ich gehe ins Hotelzimmer mit meinem Laser. Neue Koordinaten eingegeben. Bekanntes Ziel identifiziert. Zanara, Vergnügungsjagd der Klasse 2F. Zielsperre überschrieben. Feuersequenz initiiert. Feuersequenz sofort überschreiben! Security! Tut doch was! Tschüss. In 3, 2, 1. Sayonara, Zanara! Oh, scheiße! Das war der Hammer! Leck mir die Eier, Katagawa! Oh, komm schon, verdirb mir nicht die Freude! Ich meine... Was ist schon die Zerstörung von Privateigentum im Rahmen eines Übernahmekriegs? Okay, eine Sekunde.
nicht so schnell, Reese. Reese, Mädchen, nein! Oh, gut. Weil meine Munition ist... Okay. Ah, ja. Ja, ja, ja. Es ist ein Katagawa-Ball. Die Frage ist, was hat der für Ausstattung? Hat er auch Gleitcreme? Sturzflug des ohne Ende. Todes. Ja. Er kann nicht schlimmer sein als Badass-Event. Ja. Alleine war der ekelhaft. Lol. Ja, es ist vorbei. Du hast es Whee! Geschafft. Hol dir das Fragment. Ja, regnet Blut. Nee, Waffen. Es sollte lieber Blut regnen. Na, das wäre was für Krieg. Weil der hat das glänzendste Fleischfahrrad. Schmutz. Das ist alles Schmutz. Gut gemacht, Reese. Danke. Lasst uns kurz der Opfer gedenken. Ruhe in Frieden, Reese Bällchen. Ruhe in Frieden. Das ist der zweite Teil des Kammerschlüssels. Bring ihn zu mir auf die Sanctuary. Wo lag nun? Einfach nördlich. Ja. Das andere nördlich. Das andere Serena. Zu mir. Oh, Ledger. Tiefer Nebel. Entwaffelte Liebe und Schmutz. Nimm alles mit. Zu Sanctuary zurück, ne? Yep. Hallo Ramsi. Ich habe dich vermisst, Mädchen. Bring das Fragment zu mir ins Labor, Kammerjäger. Ich habe mich immer über die Größe der Kammerschlüsselfragmente gewundert. Vielleicht waren die Eridianer größer als wir oder stärker. Ich werde dieses neue Fragment oder allein dicker untersuchen. Das halte ich für keine gute Idee. Dicker zu sein? Nee, die will das Fragment alleine untersuchen. Weißt du, was man alleine mit so einem Fragment macht? Party? Ist das Ding an? Test, Test. Hey, Kammerjäger, wir haben eine Gelegenheit für dich. Das willst du nicht verpassen! Und jetzt war eine Etage drüber. Bitte. Du darfst jetzt gehen. Danke. Komm zur Besprechung auf die Brücke. Hat dir was gegeben? Die hat gesagt, ich kann jetzt gehen. Ja, aber sonst keine Belohnung, kein Geld, kein gar nichts. Hey, wo ist das Event mit der Truhe hin? Welches Event mit der Truhe? Gehen wir erstmal hier wieder Geld ausgeben. Wenn das wieder eine Frage ist wegen der Erweiterung, kann ich dazu nichts sagen. Lass mal gucken, verlorene Beute. Alles gut, mein Mädchen. Beutogramm. Oh nein, ich bin voll. Das
Hallo, Ellie. Wenn du was haben willst, hast du besser genug Geld dabei. Schauen ist kostenlos, sollte es aber nicht sein. Bin mal unten bei Crazy Earl und gib das Ding ab. Gibt es nicht gleich alles aus? Ah, ich gebe es. Wo kommt das her? Ach so. Hat eine von euch was gewonnen? Nein, hat keiner. Aber ich weiß, du meinst Kisten-Event von dem... schon von dieser Extension hier. Von Twitch. Aber wahrscheinlich ist das, weil wir gerade das Gebiet gewechselt haben, abgebrochen dann. Okay, ist eine Waffe für dich, Barato, glaube ich. Wenn ein Digi-Klon aktiv ist, regenerierst du 12% Magazin-Munition. Kammerjäger ist kein Titel, es ist eine Einstellung. Das sind diese, Dingswaffen bei Earl. Oi. Kapazität, sehr geil. Warum ist der Waffenladen bei mir oder bei dir pink? Ich habe keine Ahnung. Ich muss mal wieder ein Bunkers and Badasses Spiel starten. Es ist schon so lange her. Danke, Grumbler, für dein Twitch Prime-Abo. Achso, das war vorhin. Hö, warum bewegt sich denn hier das Ding nochmal? Jeder hat seinen Preis. So. Damit bin ich fertig. Danke fürs Folgen, Bodo der Hund. Also wir können die Hauptmission weitermachen oder zurück auf dem Asteroiden sind noch Seitenmissionen, glaube ich. Willst du jetzt einen Preis oder sowas? Klein Wort. Oh, da sehe ich. Legendary? Ich habe ein Legendary bekommen, weil ich das Beuteding hier unten abgegeben habe. Ich habe meins vorhin auch abgegeben, aber da lag bei mir nichts. Ah, okay. Aber jetzt liegt da eins. Bei mir ist es eine Schrotze. Ich hab, nicht ich hab mich verlaufen. Hast du gut gemacht. Danke. Das hier ist ein Schwarzmarkt. Kauf was und verschwinde. Wenn ich auf diesem Raumschiff hier mal was verlieren sollte, oh je. Du musst einfach nur runter. Ich hab dich erwartet, damit du verschwinden kannst. Oh ja, sehr nettes Ding, diese Schrotze. Passt. Pop. Ein praktischer also? Trick. Also ich wäre erstmal fertig. Eigentlich war das eher so ein Alt, was machen wir jetzt? Ach so. Zurück oder
Weiter. Wie zurück? Auf den Asteroiden sind noch Side-Missionen. Was? Ja. Wir können ja trotzdem erstmal bei Lizis. Bei Lilith hin, oder? Ja. Oh. Jo, die Granate hat dich fast weggezimmert. Mhm. Kammerjäger, ich hab ne Mission für dich. Hyper mega dringend. Ich hab ein paar Sachen auf Athenas vergessen. Ich war so froh, aus dem Kloster rauszukommen, dass ich einige wichtige Dinge liegen gelassen habe. Wir haben auch in Athenas Nebenquest hier noch. Wie das Mädel, was wir mitgenommen haben. Hä? Wo ist Momsi gerade eigentlich? Ist sie noch auf dem Planeten, wo wir den Killer-Vault umgelegt haben? Vielleicht. Sie tanzen auf seiner Leiche. Aber ich vermisse auch Pandora. Wenn du ein DLC kaufst, bekommst du einen neuen Skilltree. Ja, das kann ich ja dann machen, wenn ich das DLC kaufe. Du führst Maliborn da draußen ordentlich vor, Killer. Dank dir könnte Atlas diesen Krieg tatsächlich überstehen. Aber wir dürfen die Kammer nicht aus den Augen verlieren. Wir müssen vor den Kalypsos dort sein. Das ist unsere Mission. Laser-Tag im Weltall. Er meint, er hätte Informationen zum letzten Schlüsselfragment. Reese Drunkford wird gewählt. Ganz schön cooler Name, Mann. Ich denke, seine Vorfahren wurden überhaupt nicht deswegen gehänselt. Hey Leute, danke für die Hilfe bei meinem kleinen Todeslaser-Problem. Ein Höhenflug für die Moral. Gern geschehen. Du weißt also, wo das letzte Schlüsselfragment ist? Naja, regt euch jetzt nicht auf. Ich hab das dritte Schlüsselfragment hier im Atlas-Hauptquartier. Das hast du uns die ganze Zeit verheimlicht? Ich sag doch, Typen mit Schnäuzer kann man nicht trauen. Richtig. Sprich cool. Da einfach nicht mehr? Wir wollen es haben, auch wenn du daran geleckt hast. Ich will nicht zu viel verraten, aber ich hoffe, ihr steht auf saure Äpfel. Dialogzeile fehlt. Und ich lasse euch durch den geheimen VIP-Eingang. Ich glaube, er hat am Kammerfragment geleckt. Hallo, Reisender! Macht nichts, wir haben ja noch andere Sachen zu tun. Oh je. Wer ist denn? Wenn er schon sagt, hoffentlich steht ihr auf saure Äpfel. Mach mir Gedanken. Ich mag ja eher Royal Gala. Lässt du mich mal raus? Alter! Du dreckiger Zivilist, lass mich raus! Mach einfach Schnellreise. Barato wird die nächsten Stunden nicht zu uns rüberfinden. Ja, der steht hier an der Tür und ich komme nicht raus! Nein. Du weißt gar nicht, wohin. Entweder nach Athenas. Oder runter nach Promethea. Oder zurück auf den Asteroiden. Dann nach Athena. Oh, Jorl. Sammle Avas Sachen ein. Ava. Sie muss so heißen, wie der Imperator will, nicht umgekehrt. Okay. Das ist mein Zeug! Was zum Geier? Wenn Maliborn mein Zeug klaut, musst du es zurückholen! Oh, ich hätte mein Zeug nicht einfach herumliegen lassen dürfen, als ich noch... Bevor ich Maya traf, besaß ich nur Dinge, die ich bei mir tragen oder verstecken konnte. Ich dachte wohl, Athenas wäre irgendwie anders.
wie es mir geht, normal. Videospielkonsole. Warte, wenn ihr das alles gefunden... Scheiße, mein Notizbuch! Du musst auf jeden Fall mein Notizbuch retten! Wenn das rauskommt, muss ich sterben! Da stehen meine total geheimen Notizen drin! Jetzt möchte ich gerne wissen, was drin steht. Notizen. Echt? Notizen? Magst du mir das erläutern? Ja. Bin tot. Fass du ihn an, ich hau den hier. Ich hab schon. Er hat sich selbst angefasst. Nicht das erste Mal. Genieß den Abend, genieß die Schule morgen, solange eine Schule noch offen haben kann. Unermessliche Kraft, unzählige Fähigkeiten. Ja, als Schüler ist man ja heute. Eine Party-Theater ist erschienen. Was? Was ist was? Ein klägliches Leben, ein passender Tod. Du weißt doch, was eine Party-Theater ist. Ich habe übrigens vergessen, wo Nahkampf ist. Ach ja, V. Ist mal Granate wert. Halt. So, erstmal den Talentpunkt vergeben. Oh ja, ich hatte ja ein Level Up. Ich hatte auch ein Level Up. Nein! Wo ist das? Wo ist mein Notizbuch? Hey, hallo zusammen. Ich bin Private Beans. Hört mal kurz auf, Häuser zu verbrennen und hört euch das dämliche Tagebuch dieser Himo-Braut an. Ist zu lustig. Hier, hört zu. Auf der Flucht. Tag 1. Ich glaube, meine ganze Familie ist tot. Was soll ich nur tun? Noch mehr? Das ist nicht... Das geht nicht! Kammerjäger, du musst was unternehmen! Finde ihn! Tag 3. Meine Familie fehlt mir so sehr. Manchmal fühlt es sich so an, als wäre mein Herz eine Faust, die ein Stück Stacheldraht ganz fest umklammert. Es tut so weh, den Draht festzuhalten, aber ich habe Angst, ihn loszulassen, weil ich ihn dann nie mehr zurückbekomme. Heul, schnief. Da geht's nicht um mich. Das ist nur ein Song, den ich schreibe. Es geht um Politik. Ihr, das glaubt mir keiner, oder? Vergiss es, finde den Typen, bevor er meine Geheimnisse entdeckt. Ich brauche dich, Bestie. Okay, holen wir das Tagebuch einer Teenagerin. Läuft. Hattest du sonst heute noch was vor? Geht so. Was soll ich denn Besseres vorhaben, als mit euch spielen? Mehr spielen. Andere Sachen spielen. Naja, das sagt Baratu jetzt zwar und dann ist er um 12 Uhr weg. Richtig. Lässt uns allein. Ja, ich muss ja eigentlich arbeiten. Ich hab noch einen Schlafrhythmus. Wann hörst du damit auf? Ja. Werd endlich mal cool, Barrett. Ja, echt, ey. Schlafen. Ja. Das war jetzt schon ein bisschen krass für mich. Weißt du, was mit dir passiert, wenn du zu viel schläfst? Nee, erklärst du mir bitte? Nee, lieber nicht. Mach eine PowerPoint-Präsentation. Ist Barrett schon so alt, dass er so viel schlafen muss? Ich hab gehört, alte Menschen schlafen viel. Das ist die Vorbereitung auf den Tod. Ja, das ist auch so. Da gewöhnt man sich schon mal dran, nichts mitzukriegen. Das ist so, Baratu. Warum schlafen alte Menschen eigentlich weniger? Ui. Ja, wir sind heute sehr nett.
Wie fühlt sich dein letzter Atemzug an?